fasziniert mich, dass er eine wirklich großartige Tänzer war, dessen stärker nicht die Technik war, sondern die Ausstrahlung, dass er ein Choreograf war, der wirklich konsequent einer Vision gefolgt hat, die nicht mit seiner eigenen Persönlichkeit oder darstellende Fähigkeiten zu tun hat, dass er in seinem Tagebuch Themen angesprochen hat, die nicht begrenzt war auf seine Arbeit, auf der Kunst, sondern mit der Menschheit zu tun hat, und dass er auch noch dazu ein bildender Künstler war und ich glaube einfach einen sehr sensibel und sehr großer und sehr wertvoller Mann war. Es hat damit zu tun, dass ich in einer Stadt in Milwaukee, Wisconsin in Amerika geboren bin, wo es kein Ballettcompany gab. Und als sehr, sehr junger Mensch habe ich mich zu diesen Kunst gezogen gefühlt und habe quasi Beweismaterial gesucht, um zu wissen, dass es so etwas wirklich gab. Und fing an natürlich in der Bibliothek und habe einfach Bücher gelesen. Und mit einem der ersten Bücher war ein Buch, das heißt The Tragedy of Nijinsky. Und das hat mich auf diesen Mensch gebracht. Und dann, umso mehr ich über ihn erfahren habe, gelernt habe, gelesen habe, umso faszinierender wird er immer für mich. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die einen Eindruck haben von der Vielseitigkeit dieser Künstler. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man für Menschen, die Nijinsky kennen oder gekannt haben vom Lesen, Hören, von seiner großen Tanzkunst, dass die begreifen, dass es auch eine andere Seite von ihnen war. Ich hoffe, dass Wissenschaftler, dass es vielleicht eine Bewegung in Gang setzen würde, die ihn als Künstler forschen werde. Und vor allem, ich hoffe, dass durch diese Ausstellung vielleicht andere Menschen anmelden würde, die eventuell Bilder von Nijinsky besitzen, denn wir wissen nicht, wie viele Bilder es überhaupt auf der Welt gibt, wie viele Bilder noch existieren von dem, was er geschaffen hat in diesen Jahren.